So, und wieder da, bei diesem lustigen Herrn hier in seiner Stube und ich hoffe diesmal ohne Probleme mit Fraps. Und ich habe eine Idee, die wollte ich eigentlich eben schon machen. Können wir ihn endlich beißen? Nein. Ups. Liebend gern, aber erst müssen wir verhindern, dass Mina wieder ins Zimmer kommt. Gut, dann, hallo Cursor. Cursor, hallo. Küchentür, schließe die Küchentür. Ich schließe die Tür. Nein, bitte nicht. Lassen Sie sie offen. So kann ich meinen Mann und die Kinder leichter bedienen. Bitte lassen Sie die Tür, wie sie ist. Ich glaube, das meint sie ernst. KG. Mistblöder. Was mit dem Stuhl? Ein Stuhl. Damit halten die Leute für gewöhnlich ihr Hinterteil vom Boden fern. Können wir den nehmen? Ich brauche ihn gerade nicht wegzuschieben, aber gut zu wissen, dass er da ist. Ah, dann vielleicht die Tür mit dem Stuhl unterkeilen? Vielleicht kann ich die Tür mit diesem Stuhl blockieren. Genau. Nein, nein, nein. Oh. Lassen Sie den Stuhl, wo er ist. Die Tür muss offen bleiben. Ich habe keine Zeit, den ganzen Tag lang immer wieder die Türen zu öffnen. Danke. Kacke, warum weiß die das? Können wir da nicht rein? Er greift Gegenstände aus der Küche. Ich helfe gerne in der Küche aus. Nein, bitte nicht. Es hat Stunden gedauert, die Tellersammlung zu ordnen und abzuwaschen. Die Stapel sind ziemlich wackelig. Geht bitte nicht rein. Wenn Sie etwas zum Einsturz bringen, muss ich ganz von vorne anfangen. Bitte seien Sie nicht böse. Nein, gar nicht. Ich wollte Sie auch nicht aufregen. Es tut mir leid. Warum sollte ich mich aufregen? Mein Leben ist großartig. Ich habe keine Sorgen. Frederik! Okay, dann sprich mit Küche. Hallo da drin? Ist da noch jemand? Nein, keiner außer mir. Ich habe keine Küchenhilfe. Wozu auch? Verzeihen Sie, dürften wir kurz mit Ihnen sprechen? Aber nur ganz kurz. Ja, kurz ist gut. Kurz ist gut. Warum? Warum sind Ihre Kinder denn noch wach? Ich habe Ihnen noch nichts vorsingen können, sonst singe ich Ihnen abends immer ein Schlummerlied. Leider ist mein Mann ziemlich fordernd und hat immer Hunger. Es wird wohl noch dauern, bis er sein Abendbrot aufgegessen hat. Ich habe früher an der Pariser Oper gesungen. Vielleicht würde es helfen, wenn ich Ihnen etwas vorsinge. Ach, bestimmt. Wenn Sie meine Kinder zum Einschlafen bringen, müsste ich Ihnen nachher helfen können, sobald mein Mann sein Abendbrot aufgegessen hat. Aha. Warum hat Ihr Mann immer so viel Hunger? Gute Frage. Offenbar macht es unersättlich hungrig, den ganzen Tag faul herumzusitzen, zu trinken, zu brüllen und Winde abzulassen, die einen Elefanten umhauen würden. Ja, das kenne ich. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt? Vor vielen Jahren fuhr mein Vater ihn versehentlich mit der Familienkutsche an. Der Stadtrat erlegte meinem Vater auf, die Krankenbehandlung zu bezahlen. Da meine Familie das aber nicht konnte, erklärte ich mich bereit, bei ihm einzuziehen und als seine Dienerin die Schulden abzuarbeiten. Und dann haben Sie sich ineinander verliebt? Nein, dann ist das Haus meiner Eltern abgebrannt und ich hatte nirgendwo, wo ich hingehen konnte. Das klingt wie aus einem Märchen. Von Edgar Allan Poe vielleicht. Ein Klassiker. Haben Sie schon mal erwogen, Ihren Mann zu verlassen? Ungefähr 10 Mal, seit Sie eingetreten sind. Leider gehört ihm der Laden mit allem, was drin ist. Ich müsste ohne einen Heller und ohne meine Kinder wegziehen. Ohne einen Heller, das wäre wirklich schlimm. Na, besonders in diesem Dorf. Warum stehen so viele Teller bei Ihnen in der Küche? Ich musste zusätzlich Arbeit annehmen, um für das Essen und Bier meines Mannes aufzukommen. Ich verdiene mir durch das Abwaschen und durch den Türverkauf von Sammeltellern ein bisschen dazu. Ohne das zusätzliche Geld würde er alles verfuttern und meine Kinder müssten hungern. Wer bezahlt Sie denn fürs Abwaschen? Ich koche für das Stadion. Da findet heute das Benefizspiel für die Vereinigung Draxelvanischer Wachtmeister statt. Mit dem Kochen bin ich fertig. Ich habe schon das Feuer ausgemacht. Jetzt muss ich alles abwaschen. Dann muss ich die Sammelteller stapeln und anordnen, damit sie sich an der Tür leichter verkaufen lassen. Deshalb darf keiner in die Küche. Ach, herrje. Okay, vielleicht bekommen wir über ihr die Möglichkeit, ins Stadion zu kommen.
Wie heißen Ihre Kinder? Siegfried und Roy. Die werden wahrscheinlich oft gehänselt. Und ob, sind ja nicht gerade die männlichsten Namen. Aber mein Mann findet sie großartig. Er meinte, es würde sie härter machen, wenn auf ihnen herumgehackt wird. Ich finde aber, bislang sind sie dadurch nur aufgedrehter, unsensibel und anmaßender geworden. Aber man muss sie trotzdem lieben. Nein, muss man ganz und gar nicht. Psst. Haben Sie schwarzen Stoff vorrätig? Ja, ich glaube, ich habe noch irgendwo welchen auf Lager. Allerdings kann ich ihn erst heraussuchen, wenn die Kinder schlafen und mein Mann mit dem Abendbrot fertig ist. Toll. Vielen Dank für Ihre Zeit. Dieser schwarze Stoff könnte mir auf dem Friedhof gut helfen, denn wir wissen ja, schwarzen Stoff, der uns verhüllt und verschleiert, könnte uns helfen. Na egal. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier die anderen Sachen an. Was ist das? Nimm Babyklappe. Vielleicht können wir das Kleid noch gebrauchen. Im Moment kann ich es nicht nehmen, aber ich merke es mir. Für Frederik? Naja, als Babykleid sieht das ein bisschen übertrieben aus. Nähmaschine. Nein, ich schalte sie lieber nicht ein. Ich habe das letzte Mal eine Nähmaschine benutzt, als ich damals zum Schulabschlussball aus zwei alten Kleidern ein neues zusammenstoppeln wollte. Okay. Was ist hiermit? Über Spielzeug bin ich lange hinaus. Aber ich freue mich, dass Spielzeugmusketen außer Reichweite von Kindern liegen. Kinder sollten lieber mit Puppen spielen. Da gebe ich dir recht. Vor allem, wenn sie von anderen Kindern, die mit Spielzeuggewehren spielen dürfen, gehänselt werden sollen. Ich wüsste nicht, warum ich hier irgendwelche Stoffe stibitzen sollte. Außerdem will ich die arme Frau nicht bestehlen. Ach, dann eben nicht. Aber wir können hochgehen. Zu den schönen Kinderlein. Bin ja gespannt, wie die jetzt aussehen. Ach, Herr Jemine. Queen Victoria Puppe. Ergreif Siegfried und Roy. Sprich mit Siegfried und Roy, betrachte Siegfried und Roy, fliege zu Siegfried und Roy. Naja, wollen wir uns erstmal nett mit denen unterhalten. Hallo ihr beiden, ich heiße Mona. Können Sie uns was vorsingen, bitte, bitte? Wir hören so gerne was beim Einschlafen. Aber gern. Nein, wir wollen Who Let the Wolves Out. Können Sie das singen? Leider kenne ich den Text von Who Let the Wolves Out nicht. Aber ich kenne ein paar wunderschöne alte französische Schlummerlieder, die... Who Let the Wolves Out? Wer lässt die Hunde raus? Wer lässt die Hunde raus? Ich glaube nicht, dass Sie etwas anderes hören wollen. Wo habt ihr Jungs das Lied her? Die spielen es immer im Stadion. Es ist unser Lieblingslied. Könnt ihr es mir beibringen? Dann singe ich es euch gern vor. Wir kennen nicht alle Worte. Singen Sie, sonst reden wir nicht mehr mit Ihnen. Who let the wolves out? Who let the wolves out? Was für entzückende Kinder. Ob die durchs Fenster passen? Sei ruhig, Frederik. Ich muss das Lied irgendwie lernen. Sonst werden die Jungs wohl nie einschlafen. Das ist aber... Ganz schön! Who let the wolves out? Das klappt nicht. Das klappt nicht. Okay. Was kann man denn sonst noch hier stibitzen? Ich sammle keine Puppen, nur Teekannen. Außerdem ist da etwas Seltsames mit der Hand der einen Puppe. Stimmt. Das scheint die äußerst seltene Queen Victoria-Ausgabe mit ausgestrecktem Mittelfinger der linken Hand zu sein. Das Ding wäre eine Menge wert, wenn es noch original verpackt wäre. Nimm Spielzeug. Ich bin ein wenig zu alt, um Spielzeug auszuprobieren. Ach, Schmutzwäsche. Wie? Nur weil ich eine Frau bin, soll ich ihre Wäsche zusammenlegen? Was bist du, ein Chauvi? Zu ihrer Verteidigung sei gesagt, es ist erst 1895. Sichte doch mal den Haufen und such dir ein hübsches Paar Shorts zum Essen. Na, danke. Diverse Gegenstände. Beweg diverse Gegenstände. Ich bin kein Freak. Die lasse ich lieber, wo sie sind. Gut. Kommode. Lieber nicht. Die Sachen darin riechen nicht besonders gut. Ah, Truhen.
Ganz gewiss nicht. Hier muss doch irgendwas sein, verdammte Axt. Ganz gewiss nicht. Nein. Schlafzimmerfenster. Ich möchte die Kälte aber nicht hereinlassen. Das Schlafzimmerfenster. Ach, was ist das? Wo will die hin? Eine Zeichnung von... irgendwas. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Bild einer Werwölfin mit einem Bierhumpen. Oder ein ziemlich wütender Troll mit einer Axt. Okay. Ein Plakat der örtlichen Sportmannschaft, der Vlad's Landing All Blacks. Mhm. Gut. Also... ah, nein, 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 nein! Kacke! Nein, ich wollte auch noch was ausprobieren. Nochmal hoch. Beißen, beißen, beißen. Oh, das wäre schon verführerisch. Aber Frau Stoker kommt ständig herein. Wenn sie mich beim Blutsaugen bei ihren Kindern sieht, wird sie uns kaum helfen. Gut, eine Idee war es wert. So, das war's. Eigentlich. Wir können hier niemanden beißen. Das ist doch Murks, ist das. Aber ich habe eine andere Idee, und zwar die Kleider, die sind Babykleider. Die würden eigentlich gut zu Frederik passen. Und wenn wir... Moment. Mal das mit Frederik. Frederik, du wirst es ungern tun und mich wahrscheinlich für die Bitte hassen, aber... wenn es dir nicht gar zu viel ausmacht... Nun sag schon! Würdest du das niedliche Babykleidchen aus dem Fenster des Modesalons für mich anziehen? Bitte, bitte. Wozu das denn? Ich weiß noch nicht, aber es könnte uns bestimmt nützlich sein, wenn du dich als kleines Mädchen verkleidest. Oh nee, darüber muss ich erst mal nachdenken. Ja, meinetwegen. Aber weh, das ist kein absolut genialer Einfall von dir, sondern ein blöder Streich. Kein Streich, kein Scherz. Naja, vielleicht ein ganz, ganz kleiner. Vergiss es. Nein, nein. Kein Scherz, ehrlich. Großes Fledermaus-Ehrenwort? Großes Fledermaus-Ehrenwort. Na schön, aber das dürfen meine nicht vorhandenen Enkel nie erfahren. Und ich tue es nur einmal und nie wieder, hörst du? Ja, ja, ja. Und jetzt können wir den damit vielleicht ablenken. Hallo? Jetzt bin ich gespannt. Frederik? Mir ist gerade etwas eingefallen. Oh oh, alle Mann in Deckung! Nein, im Ernst. Erinnerst du dich an das Babykleidchen im Schaufenster des Modesalons? Ja, das von dem du meintest, das könnte mir passen. Genau. Vielleicht könnten wir den Wachtmeister von seinem Posten weglocken und dann könnte ich ihn, ein bisschen aussaugen, bis er in Ohnmacht fällt? Verstehe schon. Du versteckst dich in der Gasse, ich steig in das Kleid hier und locke ihn mit einem gespielten Hilferuf dort rein. Als würde ich überfallen. Ja, genau. Würdest du ein Kleid für mich anziehen, Frederik? Junge, Junge, hab ich jetzt einen gut bei dir. Na schön, aber nur dies eine Mal. Danach werde ich nie wieder ein Kleid für dich anziehen, hörst du? Nie wieder! Ich verspreche dir auch, dass ich dich nie wieder darum bitten werde. Ich schwöre es bei meinem Grab. Ich weiß nicht, was der Schwur wert ist, aber egal. Geh und versteck dich, ich besorge das Kleid und lock ihn mit Hilferufen an. Dann, ach, beiß ihn einfach. Nicht zu fest. Was auch immer. Nicht zu fest. Dann darf Fräulein Flittchen da drüben aufatmen. Prima, das machen wir so. Warum beschleicht mich das ungute Gefühl, dass es nicht so einfach wird? Bla, 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 bla. Hä? Ach so. Juhu! Hey, gib mir das wieder. Ich habe es extra aufgehoben für den Fall, dass ich noch ein Mädchen bekommen werde. Nicht schlecht. Guten Abend, kleines Fräulein. Das war ein sehr kleines Fräulein. Achtung. Ich kann nicht machen. Hilfe!
komme nicht wieder raus! Jemand muss mich retten! Ich rette dich, kleines Fräulein! Bleib ganz ruhig! Ich komme! Ja, er sagte ja immer, er möchte ein Kind in eine Gefahr und das dann retten. Und ja, deswegen ist mir da so die Idee gekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck mal, jetzt sitzt sie da. Jetzt beiß ihn, beiß ihn, beiß ihn! Wachtmeister Bud Crane, er sucht das verirrte kleine Mädchen. Ich glaube, er kann durch die Fenster nicht von den Leuten gesehen werden. Ich tu's ungern, aber wer ja, muss, ja. Der muss. Ja, ja, ja. Ja, jetzt komm. Jetzt mach. Hey! Ah! Schön reinbeißen. Gute Nacht. Sehr schön. Wow, Mona! Der ist ja ausgegangen wie eine Kerze! Ich hab's nicht gern getan. Andererseits war es irgendwie belebend. Und mir geht's viel besser. Ich glaube, ich könnte mich an diese Geschichte mit dem Beißen und Blutsaugen gewöhnen. Du hast ihn doch nicht ganz leer gesaugt? Ich hoffe nicht. Schau lieber mal nach. Atmet er noch? Ja, er atmet noch. Du bist noch mordfrei. Saubere Arbeit! Wir machen noch einen richtigen und moralischen Vampir aus dir. Ja, ich weiß immer noch nicht, hat das hier irgendwas mit den Kisten jetzt auf sich gehabt? Ich meine, oh, wir können sie auch gar nicht mehr anklicken. Es schien wohl damit was zu tun gehabt zu haben. Ich vermute mal irgendwas vielleicht mit dem Licht, dass es dunkel wird. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Bewusstloser Wachmeister. Frederik, sollten wir ihn nicht lieber verstecken? Natürlich, und ich weiß auch wo. Wir schleifen ihn in eine dunkle Gasse, wo niemand hinkommt. Eine mit zugenagelten Fenstern. Dort legen wir ihn in der finstersten Ecke ab. Das wäre doch perfekt. Klasse Einfall. Nimm seine Beine. Nein, du Hasenhirn. Hier liegt er ideal. Lass ihn einfach da. Ach so. So, und wie es hier weitergeht, Freunde, das erfahren wir alle im nächsten Teil. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.